Mein erster Kontakt mit dem HSV war? Boah! Erster Kontakt in der Bundesliga 2005 mit Arminia Bielefeld. Gehört, da war ich ganz jung, ich glaube 4, 5 Jahre, da der HSV in den 80ern so eine Fanbase hatte. Und ich war in Bayern, bin in Bayern geboren und von Freundes-, Bekanntenkreis, Verwandtenkreis waren ganz viele HSV-Fans. Der HSV bedeutet für mich? Tradition pur, Leidenschaft und die Stadt Hamburg. Mein lustigster Mitspieler beim HSV war? Schwierige Frage, harte Zeiten, gab es nicht viel zu lachen. Ja, wer immer gut drauf war, war auf jeden Fall Rafa van der Vaart. Der berühmteste Mensch in meiner Kontaktliste ist? Schwer zu sagen. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich sehe jetzt nicht berühmt oder nicht berühmt, ist mir egal. Mein schönstes Tor mit der Raute auf der Brust war? Ich glaube, eins der wichtigsten war gegen Leverkusen zu Hause. Ja, das 2-1. Ja, Dennis Diekmeyer flankt von außen und ich war in der Mitte im vollen Lauf und schießt, glaube ich, von 16 Meter Wand. Trifft den Ball ganz gut und dann schlägt er ein. Wenn ich HW4 höre, dann denke ich? An Hamburg. Wenn ich eine bekannte Sportlerin oder einen Sportler zum Abendessen treffen könnte, dann wäre das? Ich habe genug mit interessanten Leuten zu tun. Brauche ich nicht. Als Trainer bin ich besonders, weil? Ich weiß, wie es sich anfühlt, viele Sachen, wie es vielleicht auch geht, unter Druck zu funktionieren und wie man am Ende auch ein Spiel gewinnen kann. Nachwuchsverteidiger müssen? Härter sein oder härter werden, sagen wir mal so. Ja, wenn ich Verteidiger bin, das steckt ja das Wort Verteidigen drin, also sollte ich einen Zweikampf führen können oder mich durchsetzen können. Ne? Spanien? Sevilla. Diese Fremdsprache kann ich am besten. Meine Tochter sitzt jetzt hier, ne? Aber ich denke schon, dass ich Englisch besser kann als Spanisch. Meine liebste Relegation war? In Fürth, klar, absolut. In Karlsruhe durfte ich nur auf der Bank, auf der Tribüne sitzen, da ich die 5. Gelbe kassiert habe. Als Vater bin ich besonders? Haben wir gerade gehabt, das Thema. Bin ich besonders nett? Nein. Bin ich sehr, wie sagt man, manchmal crazy, manchmal ein bisschen zu verspielt, aber lustig, glaube ich. Wenn ich heute meine Frisuren von damals sehe, dann denke ich? Ich hatte einen guten Friseur gehabt. In der Jugend musste ich Stürmer spielen, weil? Ich am besten Tore schießen konnte. Es war eigentlich bis zur A-Jugend, habe ich vorne gespielt und habe auch immer getroffen. Und dann haben der erste Trainer von der ersten Mannschaft gesagt, du bist schnell, kannst köpfen. Hinten rechts ist was frei, dann geht immer dahin. Und so ist es eigentlich gekommen, dass ich in die Bundesliga gestartet bin als Verteidiger.